Zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Wir müssen hier weiter tiefer rein in das Gewölbe. Das sieht auch creepy aus, Alter. Die Herrschaft des weißen Kuchet. Dieses Relief zeigt Kuchet, der seine Feinde in einer Grube stößte. Endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Alright, Birken Astrium und Grafen Kutschet haben erledigt. Da sie beide Überlebende gefallener Orden sind, fangen Maren und Cal an, sich gegenseitig zu vertrauen. Nach ihrem Sieg über den finsteren Malikos erkennen sie den Vorteil einer Zusammenarbeit. Beflügelt von Cals Worten beschließt Maren, Dadomir mit der Crew dem Mantis zu verlassen und in der Galaxis ihren eigenen Weg zu gehen. Ach, sie chillt einfach. Alter, was geht denn da vorne ab? Es geht nicht nach vorn. Jetzt dort. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig bist. Also, Prüfung? Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das schon. Aua. Hilf mir, BD! Alter! Also da auch noch zwei von denen ist schon hardcore, Alter. Ja, beide tot. Diese Frau, mit der du reist. Weißt du? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl, sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sehr.
Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gerne. Irgendwo hier ist noch was. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Wir haben Datum ja fast fertig. Ist nicht mehr viel. Hier oben habe ich alles. Was soll das für dich hier? Ich denke mal, den Rest mache ich dann offscreen, wenn ich mit dem Let's Play durch bin. Das sind ja eh nur noch Kleinigkeiten. Ich denke mal, da können wir jetzt erstmal die Story weitermachen. Also mal alles hier fertig. Sehr schön. Geht denn jetzt her? Was für Kackviecher, oder? Auf dich kann ich immer zählen. Das wird jetzt lustig. Oh oh. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er auch irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord.
Sie mögen dich. Ich verstehe nicht, was du sagst. Sehr schön. Eine neue Verbündete. Meryn ließ Cal passieren, warnte ihn aber, dass ihn Malikos erwarten würde. Malikos versuchte ein letztes Mal, Cal auf die dunkle Seite zu ziehen, ging aber zum Angriff über, als sich dieser weigerte. Malikos schien zu gewinnen, bis ihn Meryn mit ihrer Magie attackierte. Gemeinsam gelang es ihnen, Malikos zu bezwingen. Anschließend erklärte Cal, er sei wegen des Astriums nach Dathomir gekommen. Meryn versprach ihm zu helfen und schließlich fanden sie ein Astrium in Kujets Grab. Da sie mehr über die Galaxis erfahren und ihr Volk eine Zukunft sichern wollte, beschloss Meryn, Cal auf seine Reise zu begleiten. Die Crew ist bereit, nach Bugano zurückzukehren, um sich auf die Suche nach dem Hologon zu machen. Ja, ist die Crew jetzt komplett da. Öffne das alte Gewölbe auf Bugano. Was haben Sie gekocht? Es riecht furchtbar. Gar nichts. Ich sage doch, auf der Mantis ist irgendetwas im Gange. Vielleicht hat der Kleine was eingeschleppt. Oder ist es doch Ihr Essen? Ich weiß ganz genau, wie mein Essen riecht. Das ist es nicht. Außerdem habe ich Haare gefunden. Haare, überall Haare. Kurz und drahtig. So wie Ihre? Nein, nicht wie meine. Das ist bestimmt ein Hinweis. Wir haben einen blinden Passagier und ich werde es beweisen. Ja, das sagten Sie bereits. Hatten Sie Glück? Habe ich jemals Glück? Natürlich nicht. Ich werde alles im Auge behalten. Wenn Sie Spuren finden, sagen Sie es mir. Na klar. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Wird das funktionieren? Es ging bei Cordova. Du kannst es möglich machen. Sie hat recht. Oh, hey, hat hier jemand Hunger? Ich wollte gerade ein paar Skasteaks braten. Tut mir leid, störe ich irgendwie? Nein, Captain. Und wir wären ohne Sie nie so weit gekommen. Oh, also... Das ist wahr, Grease. Dankeschön. Hey, ich hoffe, dass ihr dieses Holo-Ding da drin findet. Holocron. Bist du sicher, dass du es finden solltest? Was meinst du denn? Die Kinder auf der Liste. Wenn du sie mitnimmst und zu Jedi ausbildest, werden sie dann nicht gejagt wie du? Das Imperium darf die Liste auf keinen Fall kriegen. Mit ihr besiegen wir das Imperium. Oh, hey, kleine Planänderung. Wir sind angekommen. Oh, Grease. Ja? Ich mag mein Steak rare. Okay, ja, das hört sich gut an. Nicht schlecht. Alright. Da sind wir also wieder, wo alles angefangen hat. Irgendwas ist merkwürdig an diesem Ort. Die Energie hier ist anders. Anders als Dathomir. Ja. Dathomir ist komplex. Seine alte Kraft entströmt den Schatten. Bugano fühlt sich einfacher an. Es entzieht sich mir. Bugano ist speziell. Die Sepho haben ihr Gewölbe bewusst hier gebaut. Wo dein Holocron wartet. Versteckt. Was genau meinst du? Dieser Planet war über Jahrhunderte nahezu unberührt. Waren die Leben, die du schützen willst, vor deinem Eingreifen wirklich in Gefahr? Sie hat nicht Unrecht. Cal, hast du kurz Zeit? Du hast viel durchgemacht, um herzukommen. Aber das Gewölbe bleibt dir fremd. Cordova brachte das Holocron rein. Nur das ist wichtig. Ich muss es holen. Cordova hat zum Schutz die Prüfung mit Gefahren versehen. Ihr seid besorgt um mich. Ich will die ganzen Jünglinge nicht allein ausbilden. Ich schaff das schon, Sir. Außerdem habe ich BD dabei. Ich weiß. Sei trotzdem vorsichtig.
Vermutlich habt ihr beiden so etwas noch nie erlebt. Danke. Wir sind bereit. Alle beide. Passt auf euch auf. Hey! Moment! Kein Naturfan, was, Grace? Nur hinter Glas. Die Natur ist auch kein Fan von mir. Ich hab zwar vier Arme, aber du weißt sicher, für die meisten Kreaturen bin ich nur ein Häppchen. Was eigentlich mit den Blumen? Wie sieht's da aus? Na, die brauchen noch ein bisschen. Aber schon ein bisschen gewachsen sind sie. So, dann holen wir hier mal die Kisten, die wir nicht holen konnten, als wir den Doppelsprung durch hatten, oder? Easy peasy. Oh nein, ein Bockling. Ein Bockling. Hier ist bestimmt irgendwo ein Nest. Die haben sich den gesnackt, Alter. Ein toter Bockling, der von einem der Prädatoren auf dieser zerklüfteten Ebene getötet wurde. Er war höchstwahrscheinlich auf dem Rückweg zu seinem Nest. Oh. Der Arme. Das war ein bisschen blöd von mir. Hey, zieh mal da rein. Was ist es, BD? Neuranium. Nein, es gibt hier noch einen Samen? Ernsthaft? Eine Ergänzung für das Terrarium. Lol. Scheiße. Das einfach wissen, stimmt's? Oh, du hast was gefunden. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, oder? Ah ja, bitte! Ja, das ist dann doch ein bisschen zu hoch, ja.
Ja, ich wollte genau hier hin, weil hier war dann noch eine Kiste im Wasser. Ich habe nie an dir gezweifelt. Oh, zwei sogar. Seine Geheimnis wird noch da drin sein und es fehlen uns noch zwei Kisten. Immer noch das hier oben. Wie zur Hölle komme ich da hin, Alter? Ja, von hier aus kommst du halt auch nirgendwo hoch. Digga, wie kommt man da hin, Alter? WTF? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auch weitergehen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich wollte die Liane haben und nicht das Viech.
spüre was Seltsames. Klingt jetzt komisch, aber ich glaube, es ist das Astrium. Je näher wir dem Gewölbe kommen, desto stärker wird es. Vorsicht, Kumpel, wir wissen nicht, wie das Ding funktioniert. Oh, heide Jalla. Und los, BD. Wie ein riesiges Holocron. Irgendwas ist mit der Wand. Ja, sehen wir nach. The fuck, Alter. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Dogmen ließen uns das Gleichgewicht verlieren und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Oh, das Holocron. Ich werde Sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis? Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ja, wir sind die Zukunft. Kerl Kestis. Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Auf die Knie. Angst.
passiert mit uns? Meister Kessel, warum? Oh, rotes Lichtschwert. Oh, wir haben eine Inquisitorenrüstung an.